da ist er, der angekündigte Saarland-Pokal-Auftritt, beziehungsweise das kurze Gastspiel, wie wir es genannt haben, bei der letzten TV-11-Ausgabe hier in Köllerbach. Wir grüßen euch in der englischen Balingen-Woche, heute vom Saarland-Pokal-Auftritt unserer Elf aus Köllerbach. 90 Minuten haben gereicht, 3:1, ein hartes Stück Arbeit, ein echter Kampf musste für unsere Elf hierher. Waldrin Mustafa, dreimal erfolgreich zum letztendlichen 3:1-Sieg hier beim Saarland-Ligisten aus Köllerbach. Till Lust hat sich nach der Partie wieder unterhalten, unser Cheftrainer Horst Steffen ist vor der Kamera und Gabriel Weiß ebenfalls in dieser Ausgabe TV11 Nachschuss. Viel Spaß! Ja, Gabi, Dienstagabend, 19 Uhr, Flutlicht, das Troch nach Viertelfinale im Saarland-Pokal. Das war es auch gegen die Sportfreunde aus Köllerbach. Am Ende ein 3:1-Sieg für euch. War aber heute dennoch ein großes Stück Arbeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir hatten viele einfache Fehler im Aufbau, da wo wir den Gegner dann auch stark gemacht haben. Ja, dann zwei gute Tore von Waldi auch, den Elfmeter gut rausgeholt von mir, aber das ist jetzt auch nicht, dass es deswegen meine Leistung top war, aber ich glaube im Allgemeinen, vom ganzen Spiel her, können wir da auf jeden Fall eine Schippe drauflegen und ja, einfach viel zu viele Fehler auch im Aufbau gehabt. Mit 2:1 ging es in die Pause, stand auch relativ lange 2:1, du hast irgendwann gesagt, Jungs, wir schwimmen, das geht so nicht. Was hast du in dem Moment so im Spiel gespürt? Ja, also Angst jetzt auf jeden Fall nicht, ich glaube dafür haben wir einfach auch eine gewisse Qualität. Aber trotzdem, das war einfach auch von der Gesamtleistung her einfach zu wenig in dem Pokalspiel heute. Und ja, wir sind zwar weiter, das ist die Hauptsache, aber da muss auch jeder Spieler jetzt einfach eine Schippe drauflegen. Wie ordnest du das Spiel jetzt ein, diesen Sieg heute nach Balingen und vor Balingen? Ja, muss man jetzt auch nicht überbewerten, das Pokalspiel. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, eine Schippe drauflegen. Und ich glaube, die Liga ist jetzt wichtiger. Oder was heißt wichtiger? Der Pokal natürlich auch. Wir wollen das Finale erreichen, am besten auch den Pokal gewinnen. Aber ja, einfach wie gesagt, von jedem Spieler jetzt eine Schippe drauflegen, aber das Spiel auch nicht überbewerten. Morgen ja noch Homburg gegen Saarbrücken. Gibt es denn noch fürs Halbfinale deinen persönlichen Wunschgegner? Eigentlich völlig egal. Solange wir den Pokal gewinnen, ist es völlig wurscht, wer da kommt. Dann hoffen wir darauf. Vielen Dank. Danke auch. Horst, die volle Bereitschaft in allen Bereichen hast du vor dem Saarland-Pokal-Viertelfinale gegen die Sportfreunde aus Köllerbach von deiner Mannschaft gefordert. Die volle Bereitschaft war am Ende auch bis zur 90. Minute benötigt, oder? Ja, es war notwendig. Ja, wir hatten erste Halbzeit das Gefühl, dass wir schon zu Torchancen kamen, gerade zu Beginn des Spiels, wo ich dann dachte, ja, mit dem Elfmeter 1-0 läuft auch weiter gut, kriegen wir ein 2-0 irgendwann im Laufe des Spiels und haben es aber immer weniger geschafft, uns hinten rauszuspielen und sauber nach vorne Angriffe zu durchzuspielen und dementsprechend ja, kam es dann irgendwann zu einem 2-1, wo der Gegner sich gut durchkombiniert. Wir waren jedes Mal einen Schritt zu spät in drei Situationen, dann zu spät am Mann und dann haben sie sich gut durchgespielt mit einem Doppelpass, ein tolles Tor gemacht. Ja, und von da an war es ein Spiel, was einfach nicht mehr lief, muss man ganz klar sagen. Wir haben viele Fehlpässe gespielt, Zweikämpfe verloren, die wir einfach gewinnen müssen, wo wir uns dann besser behaupten müssen und mussten dann einfach viel mehr laufen, als notwendig gewesen wäre. Der Gegner hat es gut gemacht, ja, der hat uns schon vor Probleme gestellt, aber letztendlich sind wir auch ein bisschen besser als die und sollten das auch im Spiel zeigen. Relativ lang stand es 1:2, dann gab es auch noch den Pfostenschuss für Köllerbach. War das insgesamt heute so ein typischer Saarland-Pokalabend? Es ist so ein typischer Pokalabend. Wir haben den schon mal erlebt, dann in Eppelborn zuletzt. Ja, und ich hatte es halt vorher in den Wettbewerben nie erlebt. Ausmacher vielleicht noch. Ja, Ausmacher war noch da, stimmt. Aber wir haben sonst oft 6-0, 7-0 gewonnen und sehr klar auch die Spiele beherrscht und nichts anbrennen lassen. Jetzt haben wir zweimal und dann mit Ausmacher dreimal richtig auch kämpfen müssen. Was unnötig ist, müssen wir besser spielen. Und ja, ich hoffe, dass jetzt auch ein paar Jungs wieder gesund werden, die dann auch am Wochenende einsatzfähig sein werden. Auch der Capitano ist wieder an Bord. Connes ist zurück. Freust du dich darüber besonders? Ja, ich freue mich. Ich hätte ihm gern mehr Spielzeit gegeben mit vielleicht weniger Druck. So muss man das echt behutsam immer wieder auch aufbauen. Ich bin froh, dass er da ist, dass er alles überstanden hat. Und ja, trotzdem hat er halt erst eine Woche Training hinter sich und dementsprechend ja, auch nicht ganz so viel Spielzeit heute bekommen. Wir werden sehen, wie es im Laufe der Woche aussieht und am Wochenende. Du musstest ja auch heute wieder rotieren. Jetzt bleiben 4 Tage bis zum nächsten Spiel dann in Balingen. Wie geht da der Blick voraus?
Ja, wir haben Balingen schon beobachtet und die Videos gesehen. Es ist halt eine Mannschaft, die extrem schnell nach vorne spielt. Ja, wenn sie Umschaltsituationen erkennt, dann flitzen sie nach vorne und spielen auch direkt nach vorne. Dementsprechend sind sie eher eine Kontermannschaft, die sich etwas tiefer hat fallen lassen. Wo ich sage, da müssen wir auch drauf aufpassen, mit Ferdinand und Torjäger. Haben dann noch ein, zwei Flitzer, die immer wieder auch gerne sich schnell einschalten. Deshalb müssen wir da ein gutes Gegenpressing spielen, um das zu verhindern. Und es wird wieder eine Aufgabe werden und wir haben da sicherlich das Gefühl, in Balingen wollen wir wieder einen Dreier einfahren und unsere Tabellenführung ganz klar kräftigen und sagen, hier, das war ein 3-3 gegen Balinger SC, der uns ein bisschen was abverlangt hat, aber wir sind in der Spur und wollen unseren Tabellenplatz verteidigen. Letzte abschließende Frage für das Halbfinale im Saarlandpokal. Wie ich dich kenne, gibt es keinen Wunschgegner, oder? Nein, am liebsten irgendwie ein Gegner, der schlagbar ist. Ja, wir wollen ins Finale kommen und wer das sein mag, wissen wir nicht. Einer von den beiden Top-Mannschaften wird ausfallen, das ist klar. Aber wie gesagt, wir müssen alle letztendlich schlagen und wir haben tolle Pokalerlebnisse gehabt mit wirklich schönen Spielen. Jetzt haben wir noch zwei Spiele vor der Brust und die wollen wir gewinnen. Dann nochmal willkommen im Halbfinale. Vielen Dank, Horst. Danke.